tust Folgendes. Du schrumpfst Macs Auto und wäschst es im Becken, wie ich es dir gezeigt habe. Ich werde inzwischen ein paar neue Kunden suchen, alles klar? Ich denke schon, aber lass mich wiederholen. Ich erledige die Arbeit und du turtelst drum. Ist das richtig? Im Großen und Ganzen trifft es das. Apropos Größe. Adele, ich wünsche, dass du Macs Auto verkleinerst. Sehr gern. Dein Wunsch ist mir Befehl. Oh, Max, warst du das? Ich fürchte, dass wir die Akte unter Vermisst ablegen können. Sehr schön. Gut, ich kümmere mich um die Geschäfte. Während ich deine Drecksarbeit mache. Und eins noch, was immer du tust. Vorsicht, dass Dad dich nicht sieht. Emma, bitte, hab einmal Vertrauen. Adele! Ich bin im Auto! Ein Becken, eine Bürste, ein Auto. Adele! Das Geschäft wird immer größer. Hier, jetzt waschen wir auch Max' Auto. Was? Sein Auto auch? Wo ist Max? Er ist im Büro, bleib ruhig. Ruhig? Was, wenn er plötzlich sieht, wie sein Mini-Auto im Spülbecken versinkt? Ich sag ihm, es wäre Peggys Auto. Großartig, das erregt dir auch kaum Verdacht. Unwichtig. Ich geh ins Büro und halt ihn fest. Du, beeil dich. Aber...